Guten Morgen. Schön, euch alle hier so zu sehen. Ich habe euch gleich zu Beginn eine Frage mitgebracht. Und zwar, mich würde interessieren, wer von euch oder von Ihnen ist schon mit dem Hund oder hat einen Hund oder hat mal einen Hund gehabt in seinem Leben? Der darf einfach mal strecken. Ah ja, doch einige, die das kennen. Ich bin mit einer Bernersennenhündin aufgewachsen und in jedem Hundehaushalt, so muss man sich das vorstellen, gibt es ein sogenanntes Alpha-Tier. Das Alpha-Tier, so wird es benannt, das ist derjenige, der den Hund erzieht. Er ist quasi wie so der erste Ansprechpartner für den Hund. Also das, was er macht, das Alpha-Tier, das sollte eigentlich auch der Hund im besten Falle machen. Bei uns war das mein Papa und Anka, unsere Hündin, ihr seht sie hier hinter, hatte eine ganz besondere Beziehung zu unserem Papa. Da ist niemand anderes dran gekommen. Und manches Mal, wenn sie dann so vor Papa saß, hatte man fast den Eindruck, sie betete ihn an, so förmlich mit ihrem Hundeblick. Das war so ein unverkennbarer Blick, so ein Anhimmeln. Aber nicht nur, wenn's Essen neben dran stand, sondern auch sonst. Ja, das war für mich immer wieder, wo ich zu Papa gesagt habe, die betet dich fast an. Soweit mal Anbetung im Hundealltag. Konzentrieren wir uns auf hier, auf den Gottesdienst. Im Gottesdienst benutzen wir ab und zu die Formulierung, wir gehen jetzt in eine Zeit der Anbetung, wenn wir gemeinsam singen oder Gott die Ehre geben möchten. Vielleicht kennt ihr solche Sätze, sie sind landauf, landabgängig. Aber ist das wirklich so? Ist Anbetung nur dann, wenn wir im Gottesdienst singen? Wenn wir Lobpreis machen? So sagen wir es ja manchmal auch. Ist es wie so ein isolierter Teil, der für sich steht? Oder steckt da nicht eigentlich noch mehr dahinter? Und vor allem, was ist, wenn ich mich gar nicht danach fühle, Gott anzubeten? Was mache ich dann mit Anbetung? Schauen wir in die Bibel, was sie zu diesem Thema sagt. Und da habe ich euch drei Beispiele mitgebracht. Weil in der Bibel wird oft von Anbetung gesprochen. Zum Beispiel ganz zu Beginn bei Abraham. Abraham wird beauftragt, mit seinem einzigen Sohn auf den Berg Moria zu gehen und ihn dort zu opfern. Er sagt zu seinen Knechten, wir gehen dorthin, um Gott anzubeten. Wer die Geschichte kennt, weiß, dass es nicht zum Äußersten kam und Isaak blieb am Leben. Aber die früheste Form der Anbetung war das Opfern. Gleich zu Beginn im Neuen Testament lesen wir von Sterndeutern, die nach Jerusalem kommen, um den neuen König Jesus anzubeten. Wir lesen nichts davon, dass sie ihre Gitarre und ihre Noten oder ihr Schlagzeug im Gepäck hatten, sondern wir wissen, dass sie andere kostbare Geschenke dabei hatten, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und wie Abraham gaben sie auch etwas, aber es hat sich verändert. Sie waren nicht aufgefordert, das Leben von sich selbst oder ihren Kindern zu geben. Sie gaben Jesus ihre wertvollsten Geschenke, ganz aus freien Stücken, weil sie spürten, dass Jesus es wert ist. Sie wollen damit zum Ausdruck bringen, was Jesus für ihnen bedeutet. Und von der ersten christlichen Gemeinde wissen wir, oder heißt es, sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Kurz davor ist Jesus zurück in den Himmel gegangen. Sie waren Augenzeugen. Sie haben das buchstäblich gesehen, wie Jesus aufgefahren ist. Und nach diesem Erlebnis können sie wohl nicht anders, als ihn anzubeten, ihn zu suchen, seine Nähe zu suchen. Sie waren allzeit im Tempel. Also Anbetung zieht sich in ganz unterschiedlichen Facetten quer durch die Bibel. Das hebräische und griechische Wort für anbeten kann auch übersetzt werden mit sich niederknien, sich bücken. Ich komme mal ein bisschen weiter nach vorne, dass ihr mich ausseht. Also dieses mit meinem Körper wirklich zum Ausdruck bringen, mit meiner ganzen Körperhaltung. Ich sehe, da ist jemand groß vor mir. Derjenige ist anbetungswürdig. Ich drücke mich das aus. Ich gebe ihm die Ehre. Also das bewusste sich klein machen, wahrnehmen, wer Gott ist
und wer ich bin. Dem anderen Ehre erweisen. Bewusst zu werden, Gott ist viel größer als ich oder was es sonst auf dieser Welt gibt. Und damit ist Anbetung ein ganz zentraler Ausdruck für meine Gottesbeziehung. Jeder Mensch hat einen inneren Hang zur Anbetung, weil er oder sie schlussendlich Gott sucht. Es ist uns quasi schier in die Wiege gelegt worden, dass wir anbeten wollen. Die Frage dabei ist nur, was? Wenn er oder sie nicht direkt Gott sucht, dann sucht er irgendwas anderes oder sogar sich selbst. Anders ausgedrückt könnte man auch sagen, was ich anbete, zeigt den Wert, dem ich etwas beimesse. Was für mich nicht wichtig ist, dafür opfere ich nicht viel. Aber wenn etwas ganz hohe Priorität in meinem Leben hat, dann opfere ich meine Ressourcen, meine Kraft, meine Zeit, mein Geld, meine Energie. Ich messe dem Wert bei. Es ist mir wichtig. Jesus sagt einmal, da wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Da zeigt sich, wen oder was ich wirklich anbete. Was ist mir wichtig? Wofür würde ich alles hergeben? Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Vielleicht ist jemand Sport ganz wichtig. Mir ist es überhaupt nicht wichtig. Aber ich habe zum Beispiel eine Schwester, die total gern Marathone läuft oder Halbmarathone. Die geht da in sämtliche Städte und läuft da mit und trainiert da bei Wind und Wetter. Und das hat für, also ich staune immer wieder über ihre Disziplin. Das hat für sie einen hohen Wert. Und Sport oder Geld oder andere Dinge, Familie, das wäre es jetzt bei mir mit einem relativ hohen Wert, sind nicht unbedingt schlechte Dinge. Aber sie können sich an die erste Stelle meines Lebens setzen. Und da gehören sie nicht hin. Oder ich schließe Jesus aus diesen Lebensbereichen aus. Und das sollte auch nicht sein. Das ist immer wieder ein Kampf, dass Gott zu geben, was mir wirklich wichtig ist, was mir wertvoll ist. Jetzt wissen wir, wie Anbetung in der Bibel beschrieben ist und auch, wie sich Anbetung zeigen kann. Aber was ist nun Anbetung wirklich konkret? Mit Anbetung mache ich Gott eine Freude. Ich bin zur Freude Gottes geschaffen. Hans-Joachim Eckstein hat mal den Satz gesagt, als ich geboren wurde, hat sich Gott einen Wunsch mit mir erfüllt. Aber bei Anbetung geht es nicht um mich, dass ich beschenkt werde, sondern es geht ganz allein um ihn. Wir ehren Gott, wenn wir ihn anbeten, uns über ihn freuen, einfach nur, weil es ihn gibt. Wir jubeln, wenn wir an ihn denken. Und er wünscht sich von uns ganz, ganz tief, dass wir ihn ehren. Und es nicht, weil er irgendwie egoistische Gründe hätte, sondern weil es das angemessene Antwort auf sein Wesen und sein Handeln ist. Gott kann nicht alles. Ehrlich, er kann wirklich nicht alles. Nämlich sich selbst loben, ehren oder anbeten. Das kann er nicht. Das hat er uns Menschen überlassen. Und das wünscht er sich von uns. C.S. Lewis sagte einmal, wenn Gott uns auffordert, ihn zu ehren, dann lädt er uns ein, uns an ihm zu erfreuen. Bei mir kann das manchmal so aussehen. Ich habe morgens beim Aufwachen einfach irgendein Lied im Kopf. Manchmal passiert es auch tagsüber bei dem, was ich gerade so mache. Und das kann aus meinen Kindertagen sein, das kann aber auch irgendwie ein aktuelles sein. Und ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, immer wieder danach zu fragen, Jesus, warum jetzt eigentlich ausgerechnet dieses Lied? Und dann nochmal so auf den Text zu hören, dem nachzusinnen und das dann zu nehmen und es nicht einfach so vor mich hinzuträllern, sondern wirklich dann bewusst Jesus zusingen. Ihm ja, die Worte zu nehmen und ihm zu geben, sie ernst nehmen und Gott einfach zu erzählen. Und ich staune immer wieder, wie sehr das wirklich Lieder aus meiner Kinderzeit sind, aus dem Kinderchor oder Kindergottesdienst. Und liebe Kinderbrückenmitarbeiter, ihr macht dann einen Wahnsinnsdienst mit diesen Liedern, die ihr einfach den Kindern ins Herz sät. Einfach mein herzliches Danke, das ist bombastisch.
Manchmal erlebe ich auch Situationen, wenn ich unterwegs bin in der Schöpfung, was Spannendes über Tiere entdecke oder über den menschlichen Körper. Ich habe ja einen medizinischen Vorberuf. Oder einen Zusammenhang in der Bibel entdecke, dass ich dann irgendwie ehrfürchtig werde. Ich komme in Staunen und sage oft Gott das einfach so ganz ergriffen, wie ich bin, wie ich es gerade erlebe und fühle und was er für ein genialer Schöpfer ist, dass er sich solche Dinge ausdenkt und weiß, wie es funktioniert. Das sind so Alltagssituationen, die sind nicht geplant, die sind oft so ganz spontan und es fühlt sich für mich oft auch als ein Geschenk an. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als Gottes Nähe zu suchen, weil er mir begegnet. Dann kann mein Herz manchmal einfach nicht anders, als sich über ihn zu freuen und ihm die Ehre zu geben. Manchmal sind es auch geplante Zeiten, zum Beispiel wie hier im Gottesdienst. Da leihe ich mir, wenn wir singen, die Worte dafür und erzähle Gott, wer er ist, was für ein Wesen er hat und mach mir dabei auch bewusst, wer er ist und wer ich bin. Anbetung ist nicht nur ein Teil, ein isolierter Teil unseres Lebens, das ich vielleicht in bestimmten Situationen meines Lebens tue, sondern es ist mein ganzes Leben. Es ist eine innere Haltung, die sich nach außen zeigen will und sich auch zeigen soll. Und deshalb ist Anbetung auch nicht auf einen Ort, wie jetzt zum Beispiel Sonntagmorgen im Gottesdienst beschränkt oder damals auf einen Tempel, sondern Anbetung geschieht überall. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des Herrn. Und die Menschen der Bibel loben Gott bei der Arbeit, zu Hause, im Kampf und sogar im Bett, was ich sehr cool finde. Einer meiner Lieblingsplätze. Und jede Aktivität, alles, was ich tue oder lasse, kann zur Anbetung werden, wenn ich Gott damit die Ehre gebe. Ob ihr nun esst oder trinkt oder was auch ihr tut, das tut alles zur Ehre Gottes. So bringt Paulus mal ziemlich konkret auf den Punkt. Praktisch heißt es, egal was ich mache, ob ich gerade Kinder versorge, ob ich an der Excel-Tabelle sitze oder ob ich WC putze, ich suche, während ich das tue, Gottes Nähe, das Gespräch mit ihm. Und für mich kann das manchmal so aussehen, ganz ehrlich, manchmal stinkt es mir, zum x-ten Mal das WC zu putzen oder hinter der Geschirrspüle auszuräumen. Und dann fällt mir nicht immer leicht, das geht mir nicht einfach von der Hand. Aber ich möchte lernen, dass ich das im Moment, in dem Moment, wo ich es tue, nicht für irgendeine Person in dieser Gemeinde tue oder für die Gemeinde insgesamt, sondern für Jesus allein. So, als ob er neben mir steht und wir jetzt gemeinsam den Geschirrspüler ausräumen oder ich für ihn nur dieses Klo putze. Ich will ihm treu sein, auch im Kleinen. Auch dann, wenn es vielleicht keiner sieht. Vielleicht kennt ihr das, das ist immer wieder ein Kampf, aber wir sind am Lernen. Wenn wir anbeten, uns niederbeugend vor etwas oder im besten Fall vor Gott, dann geben wir uns dem schlussendlich auch hin. Und das ist die Konsequenz, weil das Herz der Anbetung ist die Hingabe. Heute wird Hingabe oft negativ verstanden. Es ist wie, als ob jemand klein beigibt, wie wenn man verliert oder sich selber runtermacht. Aber so versteht Gott oder die Bibel die Hingabe nicht. Im Römerbrief erklärt Paulus mehr oder weniger 11 Kapitel lang die unglaubliche Gnade Gottes, die uns Menschen zuteil wird, und beginnt dann im 12. Kapitel mit einer Mahnung, und zwar, dass unser Leben ein Gottesdienst sein soll. Und die Verse möchte ich euch vorlesen, beziehungsweise ihr dürft sie auch gern mitlesen. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf.
Es ist die Antwort auf Gottes Erbarmen. Anbetung ist die Antwort auf Gottes Erbarmen. Und es ist die einzig angemessene Antwort. Anbetung ist die Reaktion auf die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes. Und das nicht aus einem Pflichtgefühl heraus oder aus Furcht, sondern weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und diese Reaktion geschieht in einer Beziehung, die ist eingebettet in Gemeinschaft. Es ist eine Resonanz auf Gott. Und das Herz der Anbetung ist dann die Hingabe. Die Antwort, die bleibt dann nicht bei Worten oder Gefühlen stehen, sondern wir geben Gott alles hin, lassen uns selbst los und richten unseren Blick auf Jesus. Weil, und nicht deswegen, weil wir Gottes wunderbares Wesen erahnen können, weil wir erahnen, wie Gott ist und wir ihm erzählen dürfen, wie er ist. Und dabei geht's nicht um uns, sondern um ihn allein. Seine Größe, seine Herrlichkeit, seine Würde, seine Schönheit, seine Güte und man könnte noch weitermachen. Seien wir mal kritisch mit uns. Wie oft geht's in unseren Liedern oder auch in unseren Gebeten um mich und meinen Jesus, um das, was er für mich getan hat? Wie er mir vergibt, mich umarmt, mir hilft, seine Gegenwart zu spüren, mich stärkt, mich hält, mich berührt. Immer wieder dreht sich das so um die innigste Intimität, die wir mit ihm haben können. Zum Beispiel, ich habe euch ein Lied mitgebracht, der ein oder andere kennt es, schon ein bisschen älter. Herr, ich komme zu dir und ich schütte mein Herz bei dir aus. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume aus. Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, du wirst sorgen für mich. Voll Vertrauen will ich auf dich schauen. Herr, ich baue auf dich. Ich möchte damit nicht sagen, dass die Lieder falsch sind oder nicht richtig. Überhaupt nicht. Es hat Platz, dass wir unsere Gefühle, das, was, wie es uns geht, dass wir das Gott gegenüber äußern dürfen, weil er auch der liebende Vater ist. Aber wenn das zu stark nur noch in diese Richtung kippt, dann wird's gefährlich. Oder wir handeln einen Deal mit Gott aus, wie in der Liedzeile. Wenn ich dich lobe, ja, dann komm du mir nah. Warum, und da schließe ich mich ein, ist mir ganz wichtig, warum fällt es uns so schwer, nur bei Gott zu bleiben? Ihm zu erzählen, welche Wesenszüge er hat, was wir an ihm schätzen. Ihn dafür preisen, wer er ist. Und nicht gleich im nächsten Schritt das, was er getan hat. Nun, was kann dich blockieren, dich ihm hinzugeben und ihn dadurch anzubeten? Ich habe euch zwei Blockade oder zwei Hindernisse mitgebracht. Die eine ist die Frage, kann ich Gott wirklich vertrauen? Vertrauen und Hingabe, das gehört unmittelbar zusammen. Das eine geht nicht ohne das andere. Ich kann mich Gott nicht hingeben, wenn ich ihm nicht vertraue. Und Gott ist kein brutaler Sklaventreiber oder ein rücksichtsloser Herrscher, der seine Macht ausnutzt, um mich irgendwie in die Unterwerfung zu zwingen. Er bricht auch nicht unseren Willen, sondern er wirbt um uns, damit wir in freien Stücken ihn ehren können. Gott ist Liebe und Gott ist Freiheit. Und er ist ein echter Retter, er ist ein echter Bruder und auch Freund. Und übrigens, auch die Klage ist eine Form der Anbetung. Ich wage zu sagen, vielleicht sogar die höchste. Wenn du Leid im Moment erlebst, Gott nicht versteht, alles keinen Sinn hat, dich aber mit dem Erlebten nicht zurückziehst, sondern auf Jesus zugehst, ihm offen und ehrlich gegenüber äußerst, was in deinem Herzen los ist, zu ihm läufst, ihm das klagst und ihm dein Vertrauen und wenn es nur so klein ist wie ein Senfkorn, nicht entziehst, sondern ihm entgegengehst und er dir entgegenkommt, dann ist das eine ganz besondere Hingabe, die alles andere ist als leicht. Zum Beispiel Jesus im Garten Gethsemane. Und ich frage mich manchmal, wo sind diese Art von Liedern in unseren Gottesdiensten, wo ich mich da dranhängen kann, wo dem Worte gegeben werden. Und auch wenn Gefühle in dem Moment vielleicht dagegen sprechen,
Ich aber anerkenne, dass er die Kontrolle hat, dass er vertrauenswürdig ist. Dann ist Vertrauen auch eine Form der Anbetung. Zum Beispiel Petrus und Silas im Gefängnis. Sie sitzen da, haben keine Ahnung, wie es weitergeht, ob sie da nochmal rauskommen. Und sie stimmen Lieder an. Sie loben Gott um Mitternacht. Sie wissen nicht, dass danach diese Gefängnistüren aufgehen und sie da wie auf wundersame Art und Weise rauskommen. Sie haben keine Ahnung, aber sie beten in dieser Situation Gott an. Und wahre Hingabe ist, sich Gott mit seinem ganzen Leben und Leiden hinzugeben und zu unterstellen. Und es bedeutet nicht, dass wir unsere Persönlichkeit irgendwie unterdrücken müssen, sondern Gott will deine und meine unverwechselte Persönlichkeit gebrauchen. Bring nochmal C.S. Lewis, der einen tollen Satz gesagt hat: Je mehr wir uns Gott hingeben, desto stärker finden wir uns selbst, weil er uns gemacht hat. Das zweite Hindernis oder die zweite Blockade, die es geben kann, ist, dass ich meine Begrenzungen nicht zugebe. Also das zweite Hindernis für die völlige Hingabe ist eigentlich unser Stolz. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch an die Predigt von Simon vor ein paar Wochen. Wir wollen nicht zugeben, dass wir Geschöpfe sind und in unserem Leben doch nicht alles unter Kontrolle haben, nicht alles im Griff haben. Und dieser Wunsch, alles unter Kontrolle haben zu wollen, verursacht sehr viel Stress. Unser Verstand akzeptiert es, dass wir Menschen sind, aber oft nicht unser Herz. Gerade dann, wenn wir an unsere eigenen Grenzen stoßen, reagieren wir mit Ärger, mit Unmut, Unwillen. Wir wollen in der Lage sein, alles zu tun und alles zu können und alles zu haben. Aber wenn ich meine Begrenzungen zugebe, wenn ich mir bewusst mache, wer bin ich und wer ist Gott, dann kann ich mich Gott hingeben. Hingabe lässt sich am besten an Gehorsam und Vertrauen erkennen. Menschen, die sich Gott hingeben, die gehorchen ihm. Auch dann, wenn sie es nicht verstehen. Zum Beispiel Petrus beim Fischen, als Jesus ihn auffordert, doch noch mal rauszufahren, seine Netze auszuwerfen, macht eigentlich keinen Sinn, objektiv gesehen. Aber Petrus sagt, auf dein Wort hin. Er tut's und er macht den größten Fang seines Lebens. Abraham folgte Gottes Anweisungen, obwohl er nicht wusste, wohin sie führen würden. Maria erwartete ein Wunder, ohne zu wissen, wie das überhaupt geschehen sollte, dass sie schwanger wird. Und Josef vertraute auf Gottes Absichten, obwohl er nicht wusste, warum die Umstände so waren, wie sie waren. Er saß im Gefängnis. Er hatte keine Ahnung, wie er da wieder rauskommt und ob er noch mal rauskommt. Aber er hat Gott vertraut. Und all diese Menschen, und da gibt es noch etliche mehr, das ist nicht so, als ob die andauernd in der Hingabe, in völliger Hingabe gelebt hätten. Und die Hingabe ist auch kein einmaliges Ereignis, was ich einmal praktiziere oder an einem Zeitpunkt festgemacht wird, sondern es ist immer und immer wieder mein Herz Jesus hinhalten, in jedem Augenblick und für den Rest meines Lebens. Und da möchte ich euch die Frage mitgeben, oder dir: Willst du dich Jesus hingeben, ihn mit deinem Leben ehren, ihn immer und immer wieder inmitten deines Alltages suchen und loben? Dann sag ihm das jetzt gern gleich im Moment der Stille, den wir haben werdet. Oder leih dir von dem nächsten Lied einfach die Worte und sing sie Jesus zu. Amen.